Moin zusammen! Hallo! Ja, wir sind's mal wieder mit Hund und allem, was dazugehört. Und wir haben hier noch eine Müllermilchsorte, eine limitierte Müllermilchsorte mit einem für mich sehr, sehr interessanten Typ. Denn ich liebe Schwarzwälder Kirschkuchen, seit ich klein bin. Und ja, ist mir egal, was für einige Gutmenschen sagen, oh, wie kann man einem Kind denn Alkohol geben? Ich habe mit 4 Jahren schon Schwarzwälder Kirschkuchen gegessen. Ja, da war Alkohol drin, aber es hat früher in den 70er Jahren niemanden interessiert. Kein Mensch hat das früher angeprangert und hat es mir geschadet. Ja, okay. Ja, naja, okay, da kann man sich jetzt drüber streiten, ja. Aber Fakt ist auch, kleines Kind ist kein Riesenstück Schwarzwälder Kirschtorte und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Kuchen man essen muss, um wirklich betrunken zu werden. Das Kirschwasser zu machen. Spielt keine Rolle. Ich bin von Kind an auf Schwarzwälder Kirsch getrimmt. Wir fahren seit 15 Jahren in den Schwarzwald in Urlaub. Ich blende euch das gleich mal ein. Tatsächlich habe ich jedes Jahr ein Foto gemacht, wo wir irgendwo in einem Café sitzen oder im Hotel sitzen und einen Schwarzwälder Kirsch essen. Und das blende ich aus Spaß einfach mal hinten ein. Ich dass bin, sie dir so die Jahre vorbeiziehen. Man wird immer grauer und älter und faltiger. Und aus diesem Grund, liebe Müllermilch, lieber Theo, das ist Theo. Okay, weiter. Okay, hier seht ihr es, Müllermilch Schwarzwälder Kirsch. Ist da Alkohol drin? Ich glaube nicht, wir gucken gleich mal drauf. Ich bin mal sehr gespannt, weil ich weiß natürlich, das kann man jetzt schon sagen, und ich bin halt sehr verwöhnt. Und ich esse halt keinen Schwarzwälder Kirsch irgendwie hier so aus der Tiefkühltruhe oder von irgendeinem normalen 0815-Bäcker. Ich esse da schön in der Konditorei in einem Hotel. Oder eben auch selbst gebacken. Meine Mutter konnte das früher sehr, sehr gut. Das hat richtig gut geschmeckt. Die Omas haben es auch gekonnt. Ist gar nicht so einfach mit diesen verschiedenen Böden und mit Alkohol und Sahne und wieder neu bestreichen. Und das ist ganz schön Arbeit. Aber ich bin sehr, sehr anspruchsvoll. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Müller mich da so begeistern möchte, dass ich sagen werde, hey, wofür soll ich mir jetzt noch einen Kuchen kaufen? Ab sofort trinke ich Müller mit Schwarzwälder Kirsch. Man hat den immer griffbereit. Und ja. Da wird dir nichts, ist eine Limited Edition. Ah ja. Okay. Du brauchst den Kuchen. Aber es ist trotzdem mal sehr interessant. Es wird eh nichts. Also ich vermute mal, ich habe so ein Gefühl, wenn ich mir schon unten drunter gucke, so die Farbe, das sieht sehr schokolastig aus. Er könnte nach Kakao, nach Schokolade, wir warten mal einfach ab. Ob es dann wirklich so schmeckt, bezweifle ich. Aber ich habe auch bei der Zimtschnecke gesagt. Und die war lecker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man Teilchen da vergleichen kann. Es waren natürlich nicht 100% wie das Teilchen, aber es kam schon sehr nah. Ziemlich gut, ja. Also so, Müllermilch, Schwarzwälder Kirsch. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your bottle. Shake your bottle. So, und jetzt haben wir hier 2 Gläser. Okay, Amy. Ah, da ist Schokolade drin. Gar nichts für kleine Hunde. Gar nichts für kleine Hunde. Ich schenke mal ein. Es ist auf jeden Fall, sieht es aus wie Müllermilch-Schoko. Vielleicht sollte ich an der Stelle noch erwähnen, dass ich jetzt nicht der Riesenfan von Schwarzwälder Kirschtorte bin. Ja. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Also wenn man lange zieht, zu sagen, hat man schon so ein bisschen Kuchen. Aroma in der Nase, aber auch Schoko, ne? Aber auch Schoko, definitiv. Das habe ich mir aber schon fast gedacht, dass das schokolastig ist, weil es ja auch Schokolade im Kuchen und die Farbe, das sieht aus wie Müllermilch-Schokolade. Ob das jetzt wirklich nach Schwarzwälder schmeckt oder in die Richtung kommt, ich verlange gar nicht, dass es so danach schmeckt. Es muss halt so ein bisschen was soll es davon haben. Man sollte sich ein bisschen an Schwarzwälder Kirsch erinnert fühlen. Ja. Prost. Prost. Das schmeckt schon nach Kuchen. Das schmeckt nicht nur nach Schoko. Es ist sehr kakaolastig. Hm. Hat aber auch auf jeden Fall einen Kirschtouch. Hat. Und einen Teigtouch. Ja, im Abgang. Am Anfang, wenn man es in den Mund bekommt, dann schmeckt es sehr, sehr schokoladig. Aber je länger man es dann auf der Zunge hat und dann runterschluckt, kommt so in diesem Abgang schon so ein leichter Geschmack von Kuchenteig.
Und auch mit ein bisschen Fantasie, auch ein bisschen kirschig. Mhm. Die Kirschen merkst du aber. Gutes. Der Kirschgeschmack vermischt sich mit dem Teiggeschmack. Bisschen künstlich, aber ist klar. Okay. Okay. Aber das muss man auch mal dazu sagen. Es gibt ja dann aber viele, die dann schreiben, ja, ist sowieso alles künstlich. Ich meine, es ist klar, wenn ich eine Müllermilch trinke, weiß ich auch, dass da nicht 100% Kirschsaft drin ist. Ja. Oder wenn ich mir die Bananensorte hole, weiß ich auch, dass da nicht 99,5% Bananenmark drin ist. Das sollte jedem bewusst sein. Also deshalb, solche Tests machen wir ja auch nicht, jetzt irgendwie, um rauszufinden, ist das besonders gesund oder besonders schädlich. Also ich meine, man kann sich drüber streiten. Man weiß, wenn ich sowas trinke, dass das nicht gesund ist. Das weiß ein 5-jähriges Kind. Und solche Tests machen wir nicht. Hier geht es jetzt wirklich nur darum, wie schmeckt das? Schmeckt's gut? Schmeckt's schlecht? Kommt's der Sache nahe? Ja, aber ich bin noch nicht so überzeugt, ob es so richtig schwarzwälderisch ist. Also es schmeckt jetzt nicht so schlecht. Ne? Also ich habe jetzt Schlimmeres erwartet. Aber Favorite bis jetzt von zwei verschiedenen Sorten ist Cinnamon. Cinnamon Bun war's, ne? Zimtschnecke. Ja, ist es ja. Zimtschnecke war besser getroffen, aber sie ist auch nicht schlecht. Also man hat ein leichtes Aroma, aber es überwiegt die Schokolade. Es ist zu 80%, wenn einer schon mal Müller-Milch-Schoko getrunken hat, der weiß ja dann, wie es schmeckt. Es hat einen sehr, sehr lastig, sehr, sehr schokoladenlastigen Geschmack. Mit einer leichten Teig- und Kirschnote. Vor allem, wenn man es jetzt getrunken hat und ich jetzt, wenn ich so ein bisschen rede, und dann hast du diesen Nachgeschmack. Okay. Da schmeckst du schon deutlicher den Teig raus und. Ja, aber erst eher beim Nachgeschmack, weil wenn du trinkst, dann hast du Schokoflash. Und dann musst du ein bisschen warten und dann kommt halt so ein bisschen Kirschteig. Also mit viel Fantasie. Schmeckt es tatsächlich ein bisschen nach Schwarzwälder. Ja, Fakt ist, die Idee ist einfach cool, Schwarzwälder Kirsch. Deswegen, ich sage, das ist ja, wie willst du das machen? Wie will ich ein Stück Schwarzwälder Kirsch, wie will ich Kuchen in ein Getränk, in eine Milch reinbekommen? Das ist ja, so 100% kannst du das halt nicht. Aber es kommt, man merkt ein bisschen was davon und ja, ist so ähnlich, wie ich gedacht habe. Es gibt schlechtere Sorten, denke ich mal. Also es schmeckt nicht schlecht. Das ist alles Geschmackssache. Also, ich rede ja so oder so. Die Videos, die wir machen, betreffen unseren Geschmack. Ja klar, nicht genau. Es ist mir ehrlich scheißegal, was andere darüber denken oder was deren Geschmack ist. Hier geht es nur darum, kann man das Zeug trinken oder nicht. Und man kann es definitiv trinken. Und mir schmeckt es ganz gut. Ich würde jetzt nicht jeden Tag davon 4-5 reinkippen. Wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen ein Stück Schwarzwälder Kirsch und der Müllermilch Schwarzwälder Kirsch, ist klar. Entscheide ich mich natürlich für die Müllermilch. Nee, natürlich nicht. Ja, klar. Aber ich möchte dieses Getränk jetzt nicht zerreißen. Es schmeckt nicht schlecht. Coole Idee. Ist eine coole Idee von Müller. Ist mal was anderes, ne? Auch Zimtschnecke, ne? Auf so eine Idee muss erst mal kommen. Cool. Ne? Und auch das fand ich jetzt geil. Und schmeckt nicht schlecht. Hat einen leichten Touch von dem Kuchen, klar. Nicht 100%. Habe ich aber auch nicht erwartet. Nee. Wahrscheinlich keiner. Aber probiert es einfach selbst mal aus. Schmeckt ganz gut. Es gibt es auch noch. Es steht für kurze Zeit. Aber es gibt es noch. Es ist noch im Handel erhältlich. Ihr könnt euch noch zulegen. Warum das jetzt gerade eine Wintersorte sein soll, erschließt mich nicht. Das ist halt ein mächtiger Kuchen, aber du isst den auch bei 30 Grad. Das hat ja auch nichts. Das ist keine Wintertorte. Schwarzwälder Kirsch kannst du das ganze Jahr essen. Dann kriegst du auch ganz genau ganzes Jahr trinken. In jedem Café das ganze Jahr zu kaufen. Deswegen, warum das jetzt eine Limited Winter Edition sein soll, weiß ich nicht. Schmeckt auf jeden Fall gut. Probiert es selber mal aus. Müllermilch. Schwarzwälder Kirsch. Schwarzwälder Kirsch. So, und jetzt guckt ihr euch noch meine Rückblicke an. Nein,